Der schwarze Ritter mit den Flügeln, also Federn eher. Komm, ich will dich bewegen. Ja, der sagt herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Dankeschön für die vielen Aufrufe. Und ja, ihr dürft jederzeit unten einen Kommentar schreiben. Ihr dürft es natürlich auch liken, wenn es euch sehr gefällt. Und ihr dürft mich, wenn ihr Diablo 3 habt, auch als Freund hinzufügen. Wenn ich mehr Freunde habe, kann ich dann auch mal eine Community erstellen und später sogar einen Clan eignen. Hier kann ich auch liefen. Oh nein, das ist Chat. Aber ich kann es natürlich auch mal liefen, weil hier nicht so allzu viel passiert. Mal schauen. Aber Einladung habe ich von einem Kollegen bekommen. Und ja, leider ist er auch nicht so ganz aktiv. Der spielt einen Barbaren. Ja. Stufe 62. Okay. Die anderen. Der wurde, glaube ich, gebannt. Darum ist es schon lange nicht mehr online gekommen. Die anderen, also der ist seit 44 Tagen nicht mehr online gekommen und so weiter. Okay. Schauen wir kurz noch zu beiden Erfolgen. Da habe ich letztens. Okay, einen Gesamterfolg bekommen. Ah, da muss ich die einsetzen irgendwie. Den Höllenring müssen wir auch mal irgendwann schaffen. Ich hoffe, den schaffen wir bald mal. Wir machen hier auf schwer weiter. Oder machen wir auf Profi? Wir haben doch das letzte Mal gesagt. Ja komm, wir stehen auf Profi. So. Und werden heute die Rifts mal durchmachen. Bis ich keine Dinge mehr habe. Von diesen Schlüsselsteinen. Und ja. Dann werde ich mal Akt 1 ein bisschen Ding für einen neuen Ring. Ich habe schon einen. So einen Akt 1 Ring. Das ist ein spezielles Legendary, wo die Set-Anzahl, also die benötigten Set-Items für einen kompletten Set-Bonus oder für andere Bonus um 1 reduziert. Ich weiß nicht, ob ich den hier irgendwo habe. Oder ob er irgendwo auf einem Charakter liegt. Da ist er. Der Ring des königlichen Prunks. Er ist eigentlich recht gut, ist einfach bei mit Intelligenz. Und bringt auch Erfahrung. Ich möchte einfach einen neuen. Vielleicht dann auch mit Vitalität drauf, weil wenn ich jetzt ihn umändere auf Stärke. Das könnte ich eigentlich mal machen. Ja, ich verbrauche halt Ressourcen und das ist weniger gut. Hier haben wir sogar einen besseren Ring. Tragen wir doch den. So. Und die Zauberin kann diesen Ring haben. So. Also, dann mal ab in einen Rift und als Riss. Und ja, Action halt. Laden. Komm schon, laden. Ja, toll. Es leckt und ich ist der Ping hoch oder ist das Fraps? Ich denke, es ist Fraps, aber
Ich will nicht Fraps immer die Schuld geben. Eventuell ist es ja auch etwas anderes. Vielleicht ist das Spiel die Engine oder so etwas. Aber jetzt läuft es flüssig. Also das Problem, das ist schnell vorüber. Okay, das ist so ein Höllenabschnitt von Akt 4. Aha. Ja, euer Leben hat ein Ende, weil ihr tot seid. Ihr spürt nichts mehr. Was ist das? Ah, schon wieder so ein Buch. Okay, dann droppen eigentlich nur noch die. Keine Ahnung. Aber für was braucht man die sonst noch? Zum Sammeln? Weil die ja aus dem Spiel entfernt wurde, also die, das Nutzen aus dem Spiel entfernt wurde. Ich habe weiteres gelesen über den Patch, der scheinbar irgendwas im Juli kommt oder so. Diese großen Rifts, die werden endlos sein und irgendwie schwer werden, glaube ich. Oder werden sie überhaupt endlos sein? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber vor allem, ja, die Gegner werden irgendwie stärker sein und das wird natürlich auch die Motivation steigen. Oh Gott, hier geht's los. Das sind mehrere, oder was ist das? Das ist eine einfach mit vielen. Der hat Illusionist da am, ah, okay. Okay, wir haben bald ein neues Paragon-Level. Dann Level 51, okay. Okay, hier kommen wieder ein paar mehr Gegner. Ja, die Action ist hier schön groß und heftig. Hier scheint es nichts zu geben. Aha. Die Spinnen sind eigentlich kein Problem, die machen eigentlich nur viel, die machen kein, nicht so viel Schaden, halten aber sehr viel aus. Oh, hier sind noch Fledermäuse, einfach so. Und Champions. Die einfach mal so etwas abbekommen, das nicht so gut schmeckt. Na, schmeckt's gut? Ihr widerlichen, kranken Teile. Wo bleibt mein Legendary? Ich brauche doch ein Legendary. Oh, das sind die Viecher. Ach, aus Akt 4. Und eigentlich ist es schon voll. Ja, diese bringt es noch nicht. Die geben sehr wenig Erfahrung, die wurden genervt. Die gaben früher mehr Erfahrung. Bei denen. Boom, hat's gemacht. So, was können wir erhöhen? Widerstand? Machen wir mal Lebensregeneration. Ein bisschen ist doch anständig. Auch wenn es extrem schwach ist. Hauptsache einen verteilt. Nee.
keine Widerstände, ich bräuchte mehr Widerstände. Und nicht irgendwie mehr Leben oder so. Leben habe ich schon so viel, fast 500, also 450. Hallo, grüß dich. Aha. Die geben eigentlich immer wieder ein paar von diesen Schmiederezepten. Schmiede-Items eher gesagt. Und so kann es sein, dass es bei jedem Mal, mir ist es jetzt eigentlich nicht so aufgefallen, aber natürlich schon im Hinterkopf. Ah, hallo? Oh, der macht so viel Schaden, das ist wieder Dimensionverbindung. Und wir haben einen Zweihandflegel. Der gleiche? Ja, es ist der gleiche. Ich will nicht den gleichen wieder haben. Der ist schlecht. Okay. Schade. Der macht aber Blitzschaden. Können wir nicht zwei auswählen? Nö. Also, Stärke und Vitalität ist höher. Aber die Zähigkeit sinkt irgendwie. Können wir vergraben. Schade, schade, schade. Ich hätte gewünscht einen neuen Stab, aber eine neue Keule. Aber man kann nicht alles haben, leider. One-Hit-Kill. Haha. Headshot. Bang. Also hier haben wir alles. Also. Wir beten, dass das nächste Legendary Boss ist. Und ich hoffe auch bald kommt. Ich habe eigentlich recht viel MF. Ja, auf zwei Items. Ja. Aber für Diablo 3, für vor allem Anfänger, also ja, Anfänger, Amateur, sage ich eher gesagt, ist das normal. Ich habe leider noch kein Item gefunden. Außer die Krone ganz früher, wo es noch MF gab auf normalen Items. Da habe ich die Krone gefunden, die hat von Natur aus Ding und der Nagelring. Ah ja, stimmt. Der Nagelring. Der hat, der ist ganz, ganz am Anfang gedroppt und ist auch nicht hoch. Also der ist mit einer Anforderung von 19. Wenn wir den Nagelring auf 70 haben, dann wird er natürlich sehr viel höher sein. Von den Werten her. Vom Magic Fund. Aber vielleicht haben wir mal Glück. Aber ich denke, ich bin einer der, der am wenigsten Glück hat beim FF. Schade. Okay, das sind die Diener, aha. Firax, die Verräterin, aha. Oh Gott. Die sehen so schrecklich aus. Okay, 80% haben wir schon mal. Ist der Boss erscheint. Der eine ist tot. Die anderen halten sehr viel aus. Aber jetzt sind alle tot. Der andere ist irgendwie im Hintergrund ein bisschen gestorben. Ein bisschen. Ganz gestorben. Mhm.
Der Kleine da, der ist so süß. Die kann man, glaube ich, auch kaputt machen. Ja. Okay, das scheint einfach so ein Höllengebietsort sein. Weil hier sieht es auch aus wie in der Hölle. Ist von Akt 3 am Schluss. Und das ist Akt 5. Also hier sind alle Gebiete in diesem Rift, eigentlich alle Gebiete, nicht so nett. Also, ja, vom Design her eher ein bisschen bös. Keine Wüste, die strahlt, keine Oase, die wunderschön aussieht. Kein normales Grasland, einfach nur Dreck. Also Stein, Vulkanstein, eher gesagt. Und ja, hier ein bisschen Dreck oder was das ist. Sand. Bombardement, Bombardement. Nicht dort unten, hier oben musst du einschlagen. Und die Musik ist eher zum Einschlafen. Ich hätte ein bisschen popperigere Musik. Heavy Metal oder so. Und hier sind sehr viele von diesen Malachor-Fettsäcken. Okay, hier scheinen, ja. Hier scheinen sie gerne zu sein. Zwei Schilder nebeneinander gedroppt. So. Schön. Aha. Ah, hier haben wir die. Die sind einfach zu leicht. Ich finde, die sind jetzt nicht so schwer. Einfach, dass sie eigentlich fast immer treffen können, sind sie eigentlich nicht schwer. Oh, hier haben wir einen Brunnen für mehr Erfahrung. Hier haben wir Ratten. Okay. Mysteriösiger. Bisschen nervig, weil die Fetten so viel Leben haben. Aber die anderen Gegner sind eigentlich relativ leicht. Die machen ein bisschen mehr Schaden, was mir lieb ist, aber... Ja, ich will jetzt hier den Schrein der Verbindung... Ah, das ist wieder Dimensionsverbindung. Das ist einfach... Für mich ist das der beste. Und der unbesiegbare... Aber der unbesiegbare Schrein, der hält nicht lange. Und die Syndea ist hier. Die Binderin heißt sie im Rift, okay. Also so ein Klongegner. Und der Syndea. Und sie hat eine vergessene Seele gedroppt. Ich schaue mir gleich die Items an. Okay, jetzt bringt es auch nichts mehr. Dafür greifen uns jetzt hier ein paar Nervensägen an. Ich nicht so gerne mag, diese Engel. Vor allem nicht mit dieser Dingschnur da. Feuerketten. Okay, keine Schnur. Dann halt Ketten. So, hier haben sie geschossen auf irgendwas. Also jetzt schauen wir mal die Items an. Eine vergessene Seele, wie gesagt. Hier haben wir etwas für den Schuft, den können wir mitnehmen. Dieses Ring ist eigentlich recht gut. Aber kritische Trefferchance ist halt schon wichtig. Dann nehmen wir das nicht.
auch kein Himmelsfuror. Wir haben sogar Vertraute für die Zauberin drauf. Das bringt uns natürlich nichts. Das ist besser. Ja, ein bisschen weniger Erfahrung bekommen wir dadurch, aber nicht so wild. Normales Schild brauchen wir nicht. Okay, wir haben eigentlich alles geschaut. Dann gehen wir mal weiter. Ich muss da noch unten dann. Okay, hier die Hammerfürsten sind natürlich nicht so nett. Die machen recht viel Damage, aber tun halt auch nicht so schnell angreifen. Zum Ausgleich einfach für Entfernung bleiben. Was ist denn das? Ich denke, das wird mal wieder ein größeres Ding sein, weil wir haben mehrere kleine gehabt. Und eventuell geht es dann noch weiter, aber ich glaube nicht daran. Weil meistens ist am Schluss ein großes Gebiet. Dann gehen wir dort nach links oben. Oh, hier haben wir noch einen Hammerfürst. So, also hier oben. Hier ist nichts. Und hier schlanken überall Meteoriten ein. Oder irgendwie Felsbrocken von einem Berg oder so. Bisschen leise momentan. Also hier geht's weiter. Ja, dann gehen wir noch kurz nach rechts. Und der sollte mal ein bisschen schneller sein. Schon ein bisschen langsamer, also die Bewegungsgeschwindigkeit der Leute muss man schon ein bisschen erhöhen, Blizzard. Ich habe eigentlich fast keine Bonus außer dem Ding hier. Hier um 6,50%. Ja, das ist halt relativ wenig, weil ich auf den Items, glaube ich, keine Bewegungsgeschwindigkeit habe. Ja, auf den Schuhen zum Beispiel nicht, dann hat es auf den anderen auch keine. Es gibt, glaube ich, Armschienen, wo Bewegungsgeschwindigkeit noch geben, aber die sind so selten geworden. Oder ich finde sie einfach nicht. Also doch nicht so ein großes Gebiet und es geht ja auch weiter, wie gesagt. Und jetzt kommt nochmal so eins, das ist eher ein bisschen grün, wie das erste Gebiet von diesem Rift. Da gibt es die Gebiete vom von der Nephalem-Stadt. Und hier diese Gebiete sind von Akt 3 Ariad-Krater. Okay, jetzt muss ich zurück. Schade. So ist es besser. Kann ich eigentlich das auch verkaufen? Ah, wir haben eigentlich relativ genug Geld, also werden wir es zerlegen. Wir werden die Items einfach zerlegen. Dann kann ich den Goldenen auch gleich verlegen. Zerlegen, meine ich. da bekommen wir ja auch eine vergessene Seele. Ist jetzt nicht wild. Ich sammle sowieso nicht gerne Items, wenn man nicht Platz hat. Wenn man so begrenzten Platz hat. Damit geht es in Ordnung, dass wir den zerstört haben. Und angeben tue ich sowieso nie. Eigentlich, weil ich
nicht angehen muss. Ich bin ja schon super. Nein, Scherz. Nein, ich finde es störend, wenn Kollegen angeben, darum gebe ich selbst nicht an. Also auch nicht an, weil sonst stören es meinen Kollegen oder ich zuschaue, wenn ich zu viel angebe. Und ich muss nicht angeben, also ich finde es nicht als Pflicht anzugeben. So. Und hier haben wir die Nervtöter. Die machen relativ viel Giftschaden. Aber kein Problem. Und wir haben schon wieder die Hälfte eines neuen Paragon-Levels. Und hier ist Unrat, Müll, Stinkeviecher. Wir sind im Abfalleimer des Diablo. Von Diablo. Mit grässlichen, fetten Eisschießgegnern, die gerade was Fettes auf den Kopf bekommen. Hallo, ich möchte bitte einsetzen. Die machen relativ viel Schaden. Phalax-Bogenschützen. Sehr schön. Ja, hier kommt nur Schrott raus. Oh Gott. Geht, seid ihr grässlich, ihr seid so grässlich. Geht weg damit. Hey, nicht schlagen, weg damit. Sieht gefährlich aus, weg damit. Hallo. Und Peng. Der ist irgendwie auseinandergefallen. Hört sich schmerzhaft an. Weiter geht's. Oh Gott. Der Ex-Sakra-Sulfur. Oh Gott. Nicht so... Oh nein. Nicht bitte. Ich sei zu gefährlich. Geht weg. Hahaha. Alles auf einmal zerfallen. Okay, das scheint die letzte Ebene zu sein. Ich hoffe jedenfalls, weil der Part wird langsam lange. Okay, die droppen sehr gut hier. Aber leider nur Schrott. Ja, nie getroffen. Okay, super. Weil er ausgewichen ist irgendwie. Weg damit, ist er grässlich. Wieso müssen die Gegner immer kommen? Ich mag die nicht. Die sind fett, spucken grässliche Teile raus, sind selber grässlich und weh. Hässlich. Viel zu hässlich. Ganz, ganz fett und hässlich. Magenfüßt. Hey, ihr habt mich gekratzt mit euren Klingen. Das ist nicht gut. Das gefällt meiner Rüstung nicht. Oh, komm. Weg damit. Unrat gehört in die Müllgrube. Gehen wir mal links herum. So, Lille. Hier nach oben.
Die schießen recht weit. Das ist schön, das ist sehr schön. Oh Gott. Okay. Turbo-Modus an. Tötet, tötet alle Teile. Also hier geht es weiter. Da gehen wir doch einfach weiter und gehen dann wieder zurück halt. Aha, hier unten hat es die Eisteile wieder. Mit neuen Champions. Aua, nicht verlangsamen. Und wo ist das zweite Legendary? Komm schon. Aua, ah, jetzt sind sie hier. Sehr schön, bequem. Easy Mode. Okay, dann mache ich den nächsten Nephilim Rift auf Ding. Auf Meister. Und dann vielleicht nicht ganz in einem Part. Sonst hat YouTube Probleme. Mit dem Hochladen, dann geht's sehr lange. Okay, das Paragon-Level ist bald. Eins weiter. Na, ihr? Wieso leckt's jetzt? Okay. Leck's vorüber. Es war nur ein bisschen, ganz wenig. Zu viele Effekte wahrscheinlich. Die Engine scheint nicht ganz so gut zu sein. Und Fraps hat dann auch natürlich Probleme. Hm. Also wenn der Rift jetzt so lange weitergeht, dann wird der Part zu groß für mich. Aua. Boom, hat's gemacht. Schön, dass man bei einem Level Up Schaden verursacht. Hier ist ja viel los, da kommen recht viele Monster. Auf einmal. Mhm. Wie im Rummelplatz. Die bluten nicht nur einmal. Also scheinbar ist diese Ding noch recht groß. Ich werde jetzt einfach zum Portal laufen und beende diesen Rift und auch der Part. So. Jetzt können wir hier bei Abenteuer etwas erhöhen und zwar auch Ressourcen. Reduktion. Gut. Ja, eigentlich wollte ich ja Items suchen und das wäre schon gut, wenn wir auf normal bleiben und so. Also auf normal, auf Profi bleiben. Ich werde aber dann mal ein anderes Mal
ohne Aufnahme oder so mal ein paar Kopfgeldaufträge machen und so. Oder eventuell werde ich es schon zeigen. Es macht halt nicht ganz so viel Spaß, wenn man die Gegner immer alle sofort totkloppen kann. Oder wir bleiben auf Meister. Also wir gehen auf Meister hoch und bleiben auf Meister, oder bleiben wir auf Profi. Eigentlich sind die Gegner schon recht zäh. Also eigentlich könnten wir auf Profi bleiben für einige Zeit. Bis wir eine bessere Waffe haben. Oder einfach so mehr Schaden machen. Ich bin am Überlegen. Ja, okay, bleiben wir auf Profi, auch wenn wir jetzt... Wir erhalten halt einfach nicht viel Schaden und darum ist es sehr leicht für uns. Aber auf Meister werden die Gegner einfach zu sehr zäh sein. Er hat eine Stangenwaffe bekommen. Hey, ist jetzt mal Schluss, bitte. Wie groß ist denn dieses Gebiet? Jetzt aber, hier unten. So, bitte, hey. Fertig jetzt mit diesem Gebiet. Er stinkt langsam. Okay, scheinbar wollen die mich trollen. Muss ich den Part schneiden oder was? Na, dann wende ich halt jetzt einfach hier den Part und mache den nächsten gleich hier. Machen wir keinen kompletten. Und wir haben eine Waffe, die ich schon habe. Den Herzschlechter heißt er. Tja, auch zum Verkaufen. Himmelsfuhrer um 13%. 12% mehr Leben, kein Widerstand, nein. Widerstand ist mir schon so wichtig. Hier können, hätten wir vom Bombardement auch kein Widerstand. Okay, schade, nichts Besseres. Okay, dann bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Bye.